Hallo und willkommen zurück bei Elite Dangerous. Hier haben wir eine terraformierbare Wasserwelt im A-Sternensystem und Moment mal ein bisschen hier hin scrolle. Immer der A-Stern und wir sehen auch sonst nichts. Dann finde ich das jetzt nicht, was schade ist, denn hier ist noch nie. Und zwar das ist ein binäres Pärchen hier, die 2. Ich markiere die doch gerade mal. Sieht man die überhaupt von hier aus? Die ist direkt hinter uns. Okay. Ist direkt hinter uns. Direkt hinter uns ist sie. Und wie sie da, hier in der Mitte vom Bildschirm, da ist sie. Ist halt nur die Nachtseite mit so einem ganz kleinen Bogen, wo sie beleuchtet wird noch. Okay, das sieht man also nicht. Aber okay. 2 terraformierbare Wasserwälder, die sind keine Badeausflüge. Dort vor sind sie mit 123 bzw. 121 Grad ein bisschen zu heiß. So, unser nächstes Ziel ist ein wolfreier C-Stern. Wir sind mehr oder weniger ziemlich in derselben Region, wo wir in der letzten Folge waren. Ein paar Sprünge, glaube ich, weiter. Nichts Relevantes passiert. Mhm, das ist schon mal gut. Ist unentdeckt. Okay. Lass uns mal gucken. Ein Wolfreier C-Stern, 42 Sonnenmasse, 9 Sonnenradie. Und ein B-Stern, relativ normaler. So, bupp, weg damit. So, wo müssen wir jetzt hin? So, müssen wir irgendwie im Nichts. Wir könnten... Wir können eigentlich hier hin. Das ist jetzt ein bisschen, wenn wir hier hinfliegen, aber da haben wir dann die Option für ziemlich viel weiteres abzufliegen. Das ist, denke ich, eine Option. Und wir können aber mal gerade gucken. Ein bisschen rauszoomen. Ob man was zum Uflader finde, aber... Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Da gibt's nichts. Moment. Vielleicht war ich einfach nur zu weit raus. Nö. Da. Ja, 692 Lichtjahre über der Ebene. Da ist nichts. Da können wir höchstens gucken. Oh, Moment, was war? Nee. Da habe ich mich verguckt. Ob man wenigstens vielleicht was auf dem Weg finde. Naja, zur Not. Springen wir einfach. Nope. Nope, sehe schon mal nichts. Das heißt, wir können sehr schon mal eine oder zwei Sprünge machen. Ja, vielleicht finden wir was Interessantes. Mal gucken. Bin jetzt auch nicht großartig gewillt, hier irgendwie eine FSA-Aufladung zu zünden, weil das ist hier irgendwie unnötig. Da machen wir lieber eine oder zwei Sprünge mehr und naja. Schadet nichts, außer wir kriegen Scandate. Insofern ist es okay. Ja, gut, das
guter Schub Sprit wieder mitgenommen. Oh, 3. Hier ist auch schon fertig. Wenn ich noch ein bisschen Abstand nehme, das passt. Lass uns mal gucken. Okay, relativ uninteressant. 2 rote und ein K-Stern. Aber es gibt richtig Abwechslung vom K-Stern zum B-Stern. Hier ist auch nur ein Planet. Bin mal gespannt. Aha. Eine Höllenwelt vielleicht? Ja. Eine Höllenwelt. Bisschen weit weg hier. Exzentrisch eigentlich überhaupt nicht. Okay. Ja, danach können wir nochmal auf die Karte gucken. Man weiß ja nie, wo sich hier auch interessante Systeme verstecken. Moment, wie viel haben wir? 27, okay. Viel Gasriese und Monde. Wahrscheinlich viel Monde, ja. Bis dato ist noch nichts Interessantes aufgetaucht. Okay, dann haben wir hier eigentlich nur Gasriese mit ihrem Monde. Oh, der hat sogar eine Änderung. Okay. Eismonde, Argon, na, da müssen wir nicht hin. Oh, mir könnte noch mal zuerst die Karte gucken, oder können wir euch beschleunigen, das macht nichts. Ich soll mal noch mal umschalten hier. Nö, hier ist überhaupt nichts Neutronensterniges. So komplett nicht. Aber hier hätten wir einen orangen Riesen. Vielleicht. Wir machen, Endsprung müssen wir eh machen. Da kommen wir eh nicht direkt hin. Momentan wechseln wir ziemlich schön ab zwischen K-Sterne und B-Sterne.
Auch nicht schlecht. Eigentlich müsste man dort nur hier aus Prinzip zum K-Stern fliehen. Und dann immer zum B-Stern, zum K-Stern, zum B-Stern. Gucken euch das mal an. Das ist doch was, oder? Ja, die Entfernung ist okay. Da brauchen wir das Schiff nicht. Guck mal hier. Der Elite-Schneemann. So irgendwie. So, dann müssen wir es erstmal ein bisschen. Ja, das geht. 18 Objekte. Okay. Ist hier alles um die Nummer E. 100, 1000 Lichtsekunde. Tatsächlich, da ist alles dort. Aber da ist scheinbar nichts Interessantes. Nö. Okay, Moment. B-Stern, A-Stern, A-Stern, K und noch B. So. Okay. Moment. Ah, Herbig. So, jetzt sind noch zwei Sprünge, aber hier war irgendwo noch ein oranger Riese. Irgendwo. Sind wir denn jetzt noch, oder sind wir nicht vorbeigerauscht? Der war doch hinter uns. Oder der war doch noch ein paar Sprünge entfernt. Naja, wenn jetzt auch egal. Ach, guck mal, da ist er doch. Da ist er doch. Ja, wieso nicht, oder? Gucken wir doch noch schnell vorbei. Vorher. Kein Problem. Okay. Ja, hier war noch ein zweiter Stern irgendwo im System. Wahrscheinlich ist dort viel los oder. Ja, das Dorf zumindest hier direkt um der orangen Riese. Auch noch keine Ebene. Doch, da. Okay, zumindest ist nicht alles komplett weit weg. Moment, hallo? Oh, da. Och, Mensch, was mache ich dann? Total verpeilt. Naja. Ich dachte doch, dass da auch noch was hin muss. 182.000. Okay.
Mal gucken. Ja, du hast Electric Arse Racer auch noch. Ist nichts, wo wir zwingend hin müssen. Na, wir gucken sie erstmal hier. Orangener Riese mit 37 Sonderradio. Okay, das ist gar nicht schlecht. Ja, hier ist eigentlich nichts weiter. Ja, schön, dass wir mal angeguckt haben. Und oh, nur noch Endsprung. Dann sind wir beim unserem Zielsystem. Das ist ja nice. Herbig, wunderbar. Ich mag die Jo. Och nö, Getung, geh heim. Oh nee. Och nö. Wenn ich jetzt hier gucke, was hier gefunden worden ist, dann muss ich anfangen zu weinen. Och. Hol ich das mal an. Herbig mit 100 Silver Sonnenmasse. In 5,8 Lichtsekunden Entfernung ein schwarzes Loch mit 20 Sonnenmasse. Ein schwarzes Loch mit Ende 30. Mit 28 und mit 23 Sonnenmasse. Guck ich das mal an. Wie weit die entfernt sind. Du kriegst doch die Motte und das System hat ja schon entdeckt. Glückwunsch, Getung. Herzlichen Glückwunsch, Herr Getung. Das System ist Hammer. Jetzt guck ich das mal an. Das steht hier wahrscheinlich nicht. Ja, so eine Radius sowieso nicht. Wo ist es dann? Orbitalexzentrizität auch nicht. Umlaufzeit 0,0 Tage. Es geht aber auch genauer. B, das hier umkreist also das Baryzentrum natürlich zwischen den zwei. Die zwei umkreisen sich ja in 28,8 Minuten, ebenso wie der. Dann haben wir D, das ist der hier, oder genau genommen der hier, der umkreist ja das Baryzentrum. In, wo ist die? 37 Minuten. Das ist der Hammer. Das ist der Hammer. Das System ist schon entdeckt. Ich muss weinen. Ich muss weinen. Ich muss weinen. Wie können wir das am besten erkennen? Du könntest mal fast schon irgendwie ein Timelapse machen, wenn man so ein schwarzes Loch flieht. Guck mal, wo ganz angestrengte Hühner an. Da bewegt sich was. Da kann man was erkennen. Ja. Das sieht man sich bewegen. Och nö. Da kenne ich die Motte. Moment, wie können wir das am besten zu unserer Gunsten noch nutzen? Wo sind die Nummer
Eventuell ist er immer dabei, Dinnefli, das ist gar nicht schlecht. Der ist nämlich eine andere Pärche. Vier schwarze Löcher und eine herbige und dann noch so schnelle Umlaufzeit umeinander. Ich muss weinen. Guck mal, da ist das andere schwarze Loch direkt in der Nähe. Ach, wie geil ist das dann? Moment, wo ist denn der Herbig jetzt? Ich bin doch nicht so. Oder bin ich denn da nicht genug herumgeflogen? Oben, oben. Keine Ahnung, wie man da am besten hinfliegen könne, um das. Auszunutzen. Irgendwie so. Ich sehe mir dann sich bewegen. Wir fliehen einfach mal so drauf zu. Wie gesagt, ist zwar schon entdeckt, aber das finde ich jetzt gerade so geil. Da müssen wir uns das genauer angucken. Sieh mal durch das andere schwarze Loch, dieser andere Stern hier kann. Nee, ist er weg. Optische Täuschung. Okay, gut, so kann ich so die Kamera wegdriften. Mir bleiben wir so. Mir gucken wir, ob sich irgendwas bewegt. Ja, theoretisch müsste sich das. Und ja, wenn ich das so richtig erkenne, tut sich dieser Kreis von unserem Ziel immer so jetzt so ein bisschen, ja genau, ja, jetzt ist er nämlich ganz in dem Stern drin quasi, im Herbigstern. Ja. Cool. Naja, der driftet so langsam raus. Ja, nice. Sau gut. Das ist ein super System. Nur leider ist es nicht uns. Wir können auch nicht unseren Namen hier lassen. Das ist auch schade. Aber man kann sicherlich anerkennen, dass die Ergetung hier was Saugeiles gefunden hat. Das muss man eigentlich sogar anerkennen. Gefällt mir richtig gut. Und ja, besser wird es dann heute nämlich. Mit dem Anblick verabschiede ich mich von euch, wünsche euch noch eine tolle Woche und bis zum nächsten Mal dann. Bye bye.